Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Testserverbesuch mit Motelity zu 9.8 Patch. 9.7 ist ja gerade erst auf die Server eingeschlagen, 9.8 ja, steht schon in den Startlöchern. Wir befinden uns gerade auf dem Testserver, wie ihr seht hier oben. Hier kann man ja ein bisschen was testen und ihr seht auch schon die ersten Neuerungen, aber dazu kommen wir gleich. Zuallererst zur Installation des 9.8 Test-Clients wird wahrscheinlich auch dann so im richtigen Spiel sein. Es gibt jetzt eine Auswahl, das seht ihr hier gerade, zwischen HD und SD-Client. Also, wenn ihr selbst auf großartige HD-Texturen verzichten könnt, weil euer Rechner nicht mitmacht oder sonstiges, braucht ihr jetzt nicht immer das komplette Paket runterladen, sondern dann dementsprechend einfach den SD-Client auswählen, ja, den mit den kleinen Texturen. Oder wenn ihr richtig volle Power und einen super Rechner habt, dann nehmt ihr den HD-Client und habt dann dementsprechend auch HD-Texturen. Ganz wichtig dabei, HD-Texturen funktionieren nur auf 64-Bit-Systemen. Solltet ihr also ein 32-Bit-System haben, also alles unter 4 GB RAM und Windows XP 32-Bit, dann bitte nur den SD-Client runterladen. So, finde ich schon mal sehr gut. Muss man nicht immer alles komplett runterladen. Ansonsten gibt es jetzt ein paar neue Anpassungen an den Missionen, am Bollwerk und so weiter. Und die schauen wir uns mal zuerst an, bevor es dann zu den neuen HD-Modellen kommt. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Stronghold Battles, die kennen ja viele Leute, die in einem Clan sind, diese kann man nicht mehr nur auf Tier 10 machen. Ja, also man kann ja mit Stronghold so ganz normal fahren, aber irgendetwas anzugreifen, also hier die Festung von Jumbo zum Beispiel, die kann man nun auch mit Stufe 8 angreifen. Das ist ganz wichtig. Finde ich eine sehr schöne Neuerung. Können Sie gerne auch auf Tier 6 noch unterschrauben. Dann hat jeder Clan etwas davon. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, nun persönliche Missionen zu erfüllen. Deswegen gehen wir hier oben einfach mal in den Missionsbutton. Hier oben seht ihr schon, ich habe ein paar aktiviert. Missions and Specials. Also das, was wir ganz normal als Mission haben, die um irgendwelche Panzer zu kriegen oder irgendwelche Feuerlöscher oder sonstiges, gibt es jetzt hier auf dem Testserver gerade nur drei Missionen. Und zwar der erste Schlag, der zweite Schlag und der dritte Schlag. So, sollte man diese Mission erfüllen, gibt es dann persönliche Reserve. So, die Leute, die in einem Clan sind, die Bollwerk aktiv sind, kennen das schon. Es gibt nämlich ja diese Clan-Reserve, dass diese, halt irgendwelche Buffs quasi aktivieren können für den ganzen Clan. Dann gibt es dann halt ein bisschen mehr XP oder ein bisschen mehr Credits. Und das könnt ihr nun auch persönlich machen, indem ihr eben diese Missionen erfüllt. Wie gesagt, das sind ja hier nur Testmissionen. Was man dann auf den Live-Server machen muss, weiß ich nicht. Das gibt es hier noch nicht. Wahrscheinlich 10 Battles gewinnen oder sowas, weiß der Geier. Werden wir denn finden. Aber hier zum Testen gibt es eben diese drei Missionen. Diese müssen wir erfüllen. Und dann kann man sich selbst seine Buffs aussuchen. Finde ich sehr geil. Da klicken wir mal drauf. Wir haben jetzt hier, weil wir ein Match hier schon gefahren sind, das habe ich lustigerweise verloren, können wir uns jetzt hier unsere Buffs selbst zusammenstellen. Das heißt, für die nächsten fast 6 Stunden habe ich jetzt gerade 3 Buffs aktiv, und zwar einmal 5% mehr Erfahrung für jedes Gefecht, 10% mehr Credits für jedes Gefecht und hier haben wir sogar was Größeres, plus 50% Crew Experience, also mehr Experience oder XP für die Crew. Das Ganze läuft halt, wie gesagt, knappe 6 Stunden, also genau 6 Stunden. Ich bin jetzt hier schon eine Weile aktiv. Und ja, diese kann man dann halt aktivieren, bis zu 3 gleichzeitig. Und wenn sie abgelaufen sind, nimmt man sich die nächsten. Hier seht ihr dann auch noch direkt, die haben verschiedene Stufen, bis zu Stufe 3. Dementsprechend muss man wahrscheinlich dann auf dem Live-Server einiges an Missionen erfüllen, um diese freizuschalten. Und so kann man sich dann quasi seine Zeit selbst zusammenstellen. Wenn man also mal ein bisschen mehr Zeit hat, 4-5 Stunden oder so, und dann mal richtig durchgrinden will, dann aktiviert man einfach 3 dieser Missionen. Und ja, ich finde das eine richtig, richtig gute Idee. Und ich hoffe, die Missionen, um diese Buffs zu kriegen, wären nicht allzu schwer. Des Weiteren gibt es natürlich noch eine ganz kleine Änderung und viele werden jetzt richtig, richtig jubeln. In den normalen Missionen für das Stuck, Konzept T55 und Objekt 260 gibt es ja immer dieses Problem mit den Platoon-Missionen. Ja, hier nehmen wir mal Light Tank LT13. Da haben wir eine Platoon-Mission, dass wir hier irgendwas spotten sollen und so weiter. Ja, das kann man nun auch alleine machen. Also ihr braucht jetzt nicht zwingend ein Mitglied im Platoon. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man nun alleine machen. Das große Problem an der Sache ist, wenn ihr alleine seid, müsst ihr dementsprechend auch das Gleiche erfüllen. Ja, es ist zwar alles möglich, aber ja,
Mit Platoon ist es einfacher, aber nun braucht man es nicht mehr zwingend und kann so dementsprechend auch die Missionen erfüllen. Das gucken wir mal hier. Ja, wie ihr seht, das ist bei jedem Panzer so, zumindest bei den ersten beiden. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gut. Was habe ich noch vergessen? Nichts weiter. Also HD-Client, SD-Client, persönliche Mission, Missionsänderung im Platoonbaum und ja. Es gibt jetzt noch neue Ordensbänder, die sehen wir uns nämlich gleich an, aber zuallererst gucken wir nochmal ganz kurz auf die HD-Modelle. Ihr seht ja hier schon die ganze Zeit, der ES-3 ist nun endlich in HD angekommen. Ja, ist ja einer der beliebtesten Tanks im Bollwerk. Ja, mittlerweile auch richtig, richtig hübsch dabei. Dann gibt es den Leopard 1, in den werden wir auch gleich einsteigen und mal eine Runde fahren, dann kann ich euch nämlich diese Ordensbänder zeigen. Ist jetzt ebenfalls in HD und sieht richtig, richtig gut aus. Ihr seht hier oben den Spiegel zum Beispiel, hier die Nebelwerfer, die ja leider nicht funktionieren. Wir haben hinten ja, einiges an Details inklusive Rücklichtern, also gefällt mir richtig, richtig gut. Ansonsten haben wir noch die liebe Hummel, ja Keks wird jetzt freuen. Wird sich jetzt richtig freuen. Die ist ja ein absoluter Hummel-Fan. Und auch die Hummel ist nun endlich in HD. Obwohl ich es bei Artis ein bisschen sinnlos finde. Denn wenn man selber Arti fährt, sieht man sie ja eher selten. Und ja, was soll man sagen? Sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt hier drin ordentlichen Munitionsbaukasten. Können hier sogar die ganzen Klappen für die weitere Munitionslagerung finden. Also richtig, richtig schick. Gut. Dann haben wir den M26 Pershing, der ist ebenfalls in HD angetroffen und wir sehen hier schon, hat schon ein paar Kratzer abgekriegt und ganz schön hier auf dem Kanonenmantel finden wir jetzt hier eingestanzt die Seriennummer. Auch richtig schick, hinten mit Seil und ja, was soll man sagen, sonst ist hier nicht allzu viel dran zu sehen. Der T32 ganz, ganz ähnlich, ebenfalls nun in HD, ist ja einer meiner Lieblingsachter und ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich mich noch gefreut, wenn hier noch ein bisschen mehr gewesen wäre, aber was soll's. Es ist halt nicht so ganz persönlich. Und wenn man mal nicht weiß, in welchem Panzer man sitzt, hier steht Heavy Tank drauf, dass man auch ja weiß, ah, ich bin in dem Heavy Tank T32. Gut. Und wo wir gerade bei den Amerikanern sind, hier gibt es natürlich noch eine ganz kleine Änderung. Diese ist ebenfalls nirgendwo in den Patchnotes vermerkt. Wenn wir jetzt hier auf Tarnung gehen, gibt es gerade bei den Amerikanern eine neue Walltarnung. Die wählen wir jetzt hier mal aus. Und ja, sieht ein bisschen bundeswehrlastig aus. Braun, schwarz, grün. Ein bisschen hell das Grün für Bundeswehr, aber ihr seht schon, worauf man hier hinaus will. Gibt es auf jeden Fall ab 9.8 ebenfalls für die Amerikaner dann als neue Walltarnung. Ja. Hätte ich mir auch für den Leopard 1 gewünscht, aber das werden wir vielleicht irgendwann mal kriegen. Eine ordentliche Bundeswehrtarnung für den Leopard 1. Bitte, 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 liebe Wargaming-Leute. Und wir machen weiter. Dann haben wir hier den M10 Wolverine, ebenfalls mit eingestanzter Seriennummer auf dem Rumpf. Sieht auch schon ein bisschen abgekratzt und abgenutzt aus. Der gefällt mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Stocktürme sind natürlich alle auf HD, können wir uns ja mal ganz kurz angucken. Auch wenn jetzt wahrscheinlich er meckern wird wegen der Kanone. Nein, wird er nicht. Okay. Ja, ihr seht es, auch die Stocktürme sind alle in HD. Wir wechseln nochmal zurück. Ja, und hier hinten haben wir jetzt die Munition, die wir uns direkt angucken können. Können hier auch ein bisschen reingucken ins Fahrzeug. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir noch den Cromwell. War ja klar, nachdem der Cromwell B aufgeschlagen ist als HD-Model, musste der Cromwell ja folgen. Und auch der ebenfalls komplett in HD, allerdings weniger Details als der Cromwell B. Und ganz zum Schluss, nachdem der T-34 ja schon HD war, kommt jetzt das chinesische Pendant, der Typ T-34. Hier haben wir ihn, das gute Schmuckstück, in Knallgrün, Froschgrün möchte man sagen. Und sieht exakt ganz, ganz ähnlich aus wie der T-34 der Russen. Ja, das sind erstmal alle HD-Models. Das Mäuschen, was ja angedacht war für den Test, das gibt es leider noch nicht. Das kann ich euch noch nicht zeigen. Wird wahrscheinlich erst in Patch 9.9 kommen. Und auch der AMX 5000 hat es ebenfalls noch nicht auf den Test bzw. dann auf den Live-Client geschafft als HD-Model. Macht aber nichts. Es sind auf jeden Fall erstmal 8 neue Fahrzeuge da. Und
Wir steigen jetzt erstmal in den Leopard 1 ein und ich zeige euch mal die Ordensbänder, wie die funktionieren und was daran neu ist. Wünsche euch viel Spaß und bis gleich. So, da sind wir auch mitten im Gefecht. Und jetzt gibt es hier natürlich auch noch eine Kleinigkeit, die ich natürlich vorhin nicht erwähnt habe, weil ich einfach nicht dran gedacht hatte. Und zwar gibt es da dynamische Platoons. Das kann ich euch aber auch in-game nur zeigen, während ich in einer Schlacht bin. Und das machen wir genau jetzt. Wir drücken die Steuerung-Taste und ihr seht jetzt hier, alle ploppen auf und wir können jetzt hier quasi jeden einladen. So, ja, bei dem jetzt nicht funktioniert, aber wir können jetzt hier unsere russischen Freunde einladen und ja, die kriegen nach dem Gefecht ein Invite für ein Platoon mit uns. Das geht auch mit dem Gegner. So, das zum Anfang. Wir haben auch schon direkt einen Teamkiller, das ist wieder typisch. Testserver, deswegen bin ich so ungern auf dem Testserver unterwegs, aber gut. Ja, wir sind jetzt HD. Finde ich sehr, sehr schick. Oder da sieht man es gerade auf der Karte hier nicht wirklich gut. Ja, ich würde gerne auf den IS-7 da schießen, aber unser Schuss wird da nicht doll ankommen. Der steht gut. Yay, ich habe einen Ribbon. Geil. Ja, ich noch nicht. Das liegt aber einfach daran, dass wir gerade auf nichts schießen können. Was hast du bekommen? Damage Shield. Damage Shield, okay. Ja, der liebe Silverlin ist nämlich auch da. Hallo. Oh, los. Schieß mal geradeaus hier. Der ist durch. So, unser Teamkiller hat jetzt ein Problem, wird gerade von der Batchet angegangen. Hat ihn aber rausgenommen, okay. Aber auch nur, weil die Batchet ihn gerammt hat in voller Fahrt. Ja. Gut. Ich würde sagen, gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwas machen können. Sieht aber im Moment nicht so aus. Ich wollte jetzt nicht vorfahren. Ah, jetzt haben wir hier ein Ribbon. Also ein Ordensband, dass wir gespottet wurden. Oder dass wir gespottet haben, ich bin mir nicht sicher. Aber so ungefähr sieht das aus. Das kennen wir halt schon aus World of Warships. Dass man eben, egal was man in der Schlacht macht, dass man dafür quasi direkt die Mitteilung kriegt. Und am Ende der Schlacht dann eine Zusammenfassung. Die gucken wir uns dann natürlich auch an. Und irgendwie kriege ich gerade hier überhaupt nichts zu schießen. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Los, komm, komm. Ja, fahr weit. Danke, Silver. Dass du mir hier gerade alles wegnimmst. Weiß ich doch nicht, dass du auf den schießen kannst. Naja, noch nicht. Konnte eh nicht auf den schießen. Ha! Die E7 ist damit gebounced. So, aber auf die GWE-100 können wir schießen. Genau, das machen wir jetzt auch. So, wir haben einen Critical Hit gemacht. Schön, dass man das jetzt auch sieht. Finde ich sehr gut. Und wir haben etwas zerstört. Oben sehen wir es. Click Destroyed. Gefällt mir sehr gut. So. Darum geht es ja auch erstmal nur. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, wie das mit den Ordensbändchen aussieht. Und ich glaube, ich habe so die wichtigsten erstmal gezeigt, die man ständig sieht. Und, ah, toll, dämliche Bitchets. Na gut, nehmen wir dich auseinander. Damage caused, yay. Assisted to Allies, okay. Ah, sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, es gibt noch keinen deutschen Test-Client. Ich hoffe, die Übersetzungen funktionieren dann noch alle. Und wir holen uns jetzt hier noch die letzten Reste. Und holen uns vielleicht noch das ein oder andere Ordensbändchen. Das wäre ziemlich cool, damit wir euch das dann noch mal ein bisschen zeigen können. Ja, Damage Cost. Yay, ich habe Damage gemacht. So, au. Ja, ein Ordensbändchen für Artillerietreffer erhalten gibt es nicht. Das kann ich schon mal so bestätigen. Und für 93 HP überleben. Ja, Capturing Enemy Base haben wir noch gekriegt. Klasse. Aber ihr seht, wenn man Schaden macht, kriegt man irgendwie ein Ordensbändchen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, das hier, was wir hier gerade sehen, das ist, wir haben eine von diesen Missionen erfüllt. Diese hier, um eben unsere persönlichen Stärkungssachen hier zu aktivieren. Ja, da gibt es ja hier diese drei Missionen und die haben wir eben erfüllt. Ja, also, gucken wir mal. Base, wir haben die Base gecaptured. Wir haben etwas gespottet. Ja, und jetzt sieht man das endlich. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Gerade auch für die Light-Tank-Fahrer. Wenn ihr jetzt etwas spottet, dann seht ihr es auch sofort. Ja, wenn man irgendwo mitgeholfen hat, wenn man irgendwas kritisch getroffen hat, sieht man auch sofort, okay, das mit dem Schaden ist ein bisschen viel.
ja, ich will nicht unbedingt ein Ohrensbändchen jedes Mal sehen, wenn ich irgendwie auf irgendwas schieße. Aber gut, was soll's. Das war's dann erstmal. Und ganz zum Schluss nochmal etwas, ja, als Randnotiz quasi. Es gibt im Patch-Client noch einen weiteren HD-Panzer. Dieser wurde in all den Vorschauen nicht erwähnt, obwohl er hier ebenfalls drin ist. Deswegen behaltet das erstmal nur so als Randnotiz, denn wir wissen nicht, ob er ebenfalls im 9.8 normalen Serverbetrieb quasi aufschlagen wird. Wir wissen nicht, ob er Teil des Patches sein wird, deswegen als Randnotiz. Der M48 A1 Patton ist nun hier in HD zu sehen. Wir werfen gerade mal einen Blick darauf und hier vorne sehen wir schon die Abgasrohre und auch der Turm ist jetzt hier graviert. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Der hat schon wieder mehr Details zum Beispiel als der Leo. Auch hinten mit dem Verstauungsnetz, mit dem Netz, was hier oben verstaut wurde, so rum. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Bin sehr gespannt, wie er sich fährt. Auch die Panzerung wird sich hier marginal ändern. Hier vorne der Bereich der Wanne wird stärker, sehr viel stärker. Und auch der Turm hat sich leicht verändert von den Panzerungswerten her. Und ja, bin sehr gespannt, ob es dieser Tank hier ebenfalls schafft in den 9.8 normalen Live-Betrieb. Aber wie gesagt, sicher bin ich mir nicht. Also wie gesagt, das war's zur Randnotiz und wir sehen uns demnächst wieder mit einem anderen Video. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.